Ja, sehr verehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Krüger, ich weiß nicht, was Sie jetzt meinen mit dem Satz, wo sind Sie denn eigentlich? Hier sind ja viele im Raum, die sind ständig unterwegs, sie versuchen ja die Ehrenamtlichen zu unterstützen bei ihrer wichtigen Arbeit, die sie machen, indem sie gerade staatliche Arbeit leisten, indem sie gerade dafür sorgen, dass Spenden zu den Unterkünften kommen, indem sie täglich bei den Unterkünften sind und den Leuten helfen und versuchen, für die Menschen auf der Flucht da zu sein. Insofern, wir sind da, ich weiß nicht, wo Sie sind, Herr Krüger. Also, wir haben ja letztendlich hier einiges festgestellt heute. Wir haben zum Beispiel festgestellt, natürlich muss die jetzige Unterbringung der Menschen, die nach Berlin kommen, Priorität haben. Natürlich muss es Priorität genießen, dass die Registrierung funktioniert, dass die Leistungserbringung funktioniert, dass die Essensversorgung funktioniert und dass die medizinische Versorgung funktioniert. Diese Priorität muss es sein, dass jetzt die Zeltstädte so schnell wie möglich wieder aufgelöst werden, dass die Turnhallennutzung höchstens temporär ist, dass es endlich wieder mehr vernünftige Unterbringung zu Standards und in Wohnungen gibt. Das muss die Priorität sein, das ist uns allen klar. Aber diese Priorisierung darf natürlich nicht dazu führen, dass wir hier die Fehler der Vergangenheit einfach ignorieren und uns einen schlanken Fuß machen. Herr Senator Chaya, der gerade anscheinend ein wichtiges Interview gibt, Sie sind nicht aus der Verantwortung entlassen und wir werden auch weiterhin auf die Aufarbeitung der skandalösen Vergabepraxis drängen. Nach den ganzen Defiziten, die wir hier in den ganzen Jahren schon aufgezeigt haben, dass zum Beispiel keine Standards eingehalten werden, dass es keine ausreichenden Kontrollen der Unterkünfte gibt, dass es keine Verträge bei den Unterkünften gibt, dass die Rechnungen nicht geprüft werden. Nach den ganzen Sitzungen, Diskussionen und Medienberichten, die wir schon zu dem Thema hatten, gab es endlich mal einen vernünftigen Bericht einer externen Wirtschaftsprüfungskanzlei aus Hamburg, die hier auch mal ein Ergebnis zu der ganzen Fragestellung gebracht hatte. Dieser Bericht, der auch relativ öffentlich zu lesen ist, den sich jeder anschauen kann, was ich auch nur empfehle, hatte ein klares Ergebnis. Alle, und ich wiederhole nochmal, alle Vorwürfe wurden bestätigt. Alles, über das wir die letzten Jahre geredet haben, wurde im Kern bestätigt. Kein Vertrag war einwandfrei. Kein Vergabeverfahren der über 20 überprüften Unterkünfte war in irgendeiner Form nachvollziehbar geregelt. Wir waren uns hier alle einig, dass diese Vergabepraxis so beendet werden muss, Rechnung überprüft werden muss, Verträge überarbeitet werden muss. Senator Chaya hat hier konkrete Ergebnisse bis Ende dieses Jahres versprochen. So, und was ist jetzt der aktuelle Stand? Der Stand ist, dass immer noch viele Betreiber wie zum Beispiel ASB, DRK, Caritas oder AWO auf ihren Bezahlung ihrer Rechnungen warten. Dass die sogar ganz konkret in dem aktuellen Betrieb der Notunterkünfte gefährdet sind, weil sie mit ihren eigenen finanziellen Leistungen nicht hinterherkommen. Kontrollen werden kaum noch durchgeführt. Die Essensausgabe erfolgt zum Teil nur durch Ehrenamtler und ist von minderer Qualität. Es gibt keine ausreichenden Sanitäranlagen. Die Standards, die bisher schon nicht existent waren, werden jetzt von jedem noch in Frage gestellt. Von Herrn Müller, von Frau Merkel, von Herrn Chaya. Herr Müller, ich kann es ja verstehen, dass Sie sagen, es muss ja jetzt auch irgendwie nicht jetzt jede Verordnung in diesem Land berücksichtigt werden. Aber wenn man sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt und weiß, wie viele der eigentlich schon existierenden Standards nie wirklich durchgeführt wurden, wie häufig gegen Brandschutzverordnungen verstoßen wurde, wie häufig Vergabeprozesse nicht so durchgeführt wurden, wie es eigentlich gedacht war, wie viele Millionen in irgendwelche Dinge investiert wurde, wie zum Beispiel Neukölln-Britz, wo das Ding wahrscheinlich demnächst abgerissen werden muss nach der 8,2 Millionen Investition, dann klingt es halt wie Hohn zu sagen, die Standards müssen nicht mehr eingehalten werden. Im Gegenteil, wir müssen jetzt zurück zu den Standards. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir trotz der Notunterbringung und trotz der aktuellen dringlichen Situation eben auch weiterhin, also jetzt überhaupt erstmal wieder Standards eingeführt werden können und wie dann eben auch vernünftige Vergabeprozesse endlich mal eingeführt werden können. Und Herr Krüger, nochmal einen Satz, bitte, weil Sie ja auch Fragen nicht zugelassen haben. Die Vorwürfe der Vetternwirtschaft, ja, da kann man ja zu stehen, wie man möchte, aber die wurden nicht entkräftet. Nicht von der Revision, nicht vom Landesrechnungshof, nicht von den Wirtschaftsprüfern. Niemand hat diese Vorwürfe entkräftet und niemand hat diese Vorwürfe aufgeklärt. Es gibt auch kein Statement der Staatsanwaltschaft dazu, die seit über anderthalb Jahren die Sache auf dem Tisch hat. Niemand ist entlastet, nichts ist entkräftet. Und da steht auch explizit in dem Bericht der Wirtschaftsprüfer drin, es war nicht ihre Aufgabe und sie haben danach nicht recherchiert. Nur bei dem, was sie getan haben, ist ihnen nichts aufgefallen, aber sie haben es auch nicht gesucht. Also ist auch nichts entkräftet von der Diskussion über die Vetternwirtschaft, die auch geführt wurde. So, und nochmal ein Satz zum Sonderausschuss. Lieber Ralf Salih,
Wir können auch noch mehr Ausschüsse einrichten. Ja, wir haben ja auch schon mal über den Lage-Untersuchungsausschuss diskutiert. Insofern meinetwegen kann es auch ein Sonderausschuss sein, aber es muss klar sein, was dieser Ausschuss machen soll. Es muss eine konkrete Funktion sein, es müssen auch konkrete Rechte zugebilligt werden, am besten Initiativrecht. Und es kann kein Laberausschuss sein. Wir haben schon zu viele Runden, in denen wir rumsitzen, in denen sich nichts ändert. Ja, das liegt aber nicht an uns. Ja? Das liegt doch nicht an uns. Hören Sie mal, Sie haben hier die Mehrheit im Haus. Wenn Sie das ignorieren, dass wir Sie seit 3 Jahren auf diese Probleme hinweisen und dann nichts tun, bin ich dann schuld, weil ich mit dem Mund fusselig rede, oder sind Sie schuld, weil Sie nicht gehandelt haben? Vielen Dank, Kollege Reinhardt.